Hallo Freunde, heute starten wir ein neues Projekt. Gleich nach dem Intro. Nancy Roper, Dorothea Orem, Monika Krowinkel. Kommt euch einer dieser Namen bekannt vor? Heute möchte ich mit euch gerne über Pflegetheorien und Modelle sprechen. Und zwar als Einführung. Denn damit werden wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Zuerst ein bisschen langweilige Geschichte. 1859 veröffentlichte Florence Nightingale ihr Werk Notes of Nursing, was sich damit beschäftigt, wie sich die Umwelt auf Gesundheit auswirkt. Sie war die erste Theoretikerin, die Pflege als eigenständigen Bereich neben der Medizin betrachtete. Das bildete den Grundstein für die Pflegemodelle. Dann, 1980, hat es in Deutschland langsam angefangen, dass die Pflege sich immer weiter professionalisiert hat und sich als eigene wissenschaftliche Disziplin durchgesetzt hat. Seitdem kann man in Deutschland auch Pflege studieren, durch verschiedene Studiengänge. Deutschland ist dabei eher etwas später, denn in Amerika und im Vereinigten Königreich konnte man das bereits 1900. Die Pflegewissenschaft hat die Aufgabe, Wissen zu erlangen, und dabei entstehen Theorien über das Verständnis der Pflege. Wenn diese Theorien als Grundlage für die Pflegepraxis herangezogen werden, führt das zu mehr Transparenz in der Pflege und erhöhter Pflegequalität. Okay, das war der langweilige Teil. Jetzt kommt der noch langweiligere, komplizierte Teil. Ich versuche es aber so einfach wie möglich zu machen, okay? Es gibt drei Arten von Pflegetheorien. Theorien großer Reichweite, das ist das, was auch als Pflegetheorie an sich bezeichnet wird. Dann Pflegetheorien mittlerer Reichweite, das sind die Pflegemodelle. Und Theorien geringer Reichweite, auch Pflegekonzepte genannt. Wie unterscheiden sich diese? Pflegetheorien zeigen Pflege auf wissenschaftlicher Basis, eher abstrakt beschrieben. Hier wird gezeigt, was Pflege ist, mit Aufgaben und Regeln und Hinweisen für die Praxis. Somit sind sie eine Grundlage für das Pflegeverständnis. Jedoch werden hier weder Ziele formuliert noch konkrete Maßnahmen beschrieben. Es wird nichts konkretisiert. Deshalb sind sie auch Theorien großer Reichweite. Ihr könnt sie dadurch erkennen, dass dort viele Definitionen vertreten sind. Wie bei der Pflegetheorie nach Dorothea Orem. Zum Beispiel, was ist Selbstpflege, was ist Dependenzpflege, viele Definitionen. Man kann Pflegetheorien in vereinfachter Form in einem Modell darstellen. So sind sie praxistauglicher. Hier werden auch einzelne Pflegesituationen betrachtet. Ihr erkennt sie daran, dass klare Ziele formuliert werden, was nicht in einer Pflegetheorie zu finden ist, wie beispielsweise beim Rahmenmodell Fördernder Prozesspflege mit integrierten ABEDLs von Monika Krowinkel. Dort wird die Zielsetzung beschrieben, dass Pflegekräfte Pflegepersonen dazu verhelfen sollen, Fähigkeiten zu erlangen. Oder beim Roper-Logan-Tierney-Modell wird auch das Ziel beschrieben, dass Gewohnheiten eines zu Pflegenden nicht zu stark beeinflusst werden sollen, wenn ein Pflegebedarf besteht. Jedoch werden keine konkreten Handlungen vorgegeben, um diese Ziele zu erreichen. Das macht nämlich die Pflegekonzepte aus. Diese werden individuell von Einrichtungen erstellt, um das hausinterne Leitbild auszuführen. Und dieses Leitbild ist wiederum an eine Pflegetheorie oder ein Pflegemodell angelehnt. Deshalb stellt das Pflegekonzept den kleinsten Baustein einer Theorie oder eines Modells dar. Und die Umsetzung der Handlungen, die in diesem Konzept vorgegeben werden, müssen auch hausintern überprüft werden. Gut, dann wissen wir jetzt, woher die Pflegetheorien kommen und was der Unterschied zwischen Pflegetheorien, Pflegemodellen und Pflegekonzepten ist. Wenn ihr dabei bleibt, schauen wir uns in den nächsten Videos bestimmte Pflegetheorien und Modelle ganz genau an. Bis dahin eine schöne Woche und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.